Material in die brauchen für unsere Levitation-Apparat sind Arduino Nano, ein Motortreiber, ein Breadboard oder, Sie können eine Platine machen, ein Ultraschallsensor und ich benutze im Moment für den Podest Lego, aber Sie können anderes Material benutzen. Was machen wir zuerst? Zuerst nehmen wir beide Ultraschallsensoren weg. Ich habe schon weggenommen und jetzt machen wir die Schaltung. Unsere Sensoren sind bereit. Sie können sehen. Und jetzt kleben wir die Sensoren in der Podest oder auf dem Podest. Man kann sehen. Und jetzt montieren wir den Podest. Das ist der Podest. Diese Teile geht hier unten. Danach diese Teile. Und der Podest ist fertig. Das ist der Podest. Mindestens das Levitationapparat muss haben. Es wiegt jeder Sensor 20 mm. Dieser hat ca. 50 mm, aber wir können wegnehmen und testen. So, wir können den Abstand reduzieren. Jetzt muss das Programm oder den Code in der Arduino hochladen. Der Code wurde hochgeladen. Ich habe den Code hier und jetzt machen wir die Schaltung. Okay, miteinander, ich habe den Projekt fertig gemacht und jetzt wir können testen. Ich montiere hier eine Kiste hinten. Ich habe vergessen zu sagen, man muss das Gitter oder die Gitter von der Ultraschallsensor wegnehmen. Ich habe vergessen zu sagen. Ich nehme ein bisschen Styropor hier. Ich habe schon geschnitten. Und lassen wir. Hey. Hier. Sie können. Hier. Probieren vielleicht. Ah, ich habe weggenommen. Okay, miteinander. Danke vielmals und bis nächste Mal. Tschüss. Hallo, Arduino Nano, hallo.